In diesen letzten Tagen im Bunker kommt noch etwas anderes hinzu. Man muss unterteilen. Es gibt einmal die Gruppe von Personen, dazu rechne ich vor allem die Generalität, die sich einfach in Unterwürfigkeit geübt haben, moralisch in einer Weise versagt haben, für die ich kaum Ausdrücke habe. Ich nenne sie einmal in meinem Buch Domestiken. Sie waren Leute mit einer domestiken Gesinnung. Keitel, und Hitler hat sie verachtet. Krebs, Keitel, Burgdorf. Ja. Das ist das eine. Aber dann gab es ja Generäle, die spielen in dem Film und auch in meinem Buch keine Rolle, weil sie zum Teil schon weg waren. Aber dazu gehört von den auftretenden Personen noch Weitling, aber vorher Guderian. Das waren ja alles gestandene Männer, das waren Haudegen. Die ließen sich so leicht nicht über den Tisch ziehen. Aber Hitler, sie gehen zu Hitler rein und sagen, mit Guderian ist es noch eine Ausnahme. Der hat ein richtiges Streitgespräch mit Hitler gehabt. Aber viele gehen zu Hitler rein, wollen ihn überzeugen, es hat keinen Sinn mehr. Wir haben zwei Kompanien Volkssturm und da kommen 24 russische Panzer. Was sollen die? Die sind nicht mal richtig bewaffnet, die Volkssturmleute, haben zwei Panzerfäuste und weiß ich, ein paar Gewehre, zu denen die Munition nicht passt. Die können sich doch gar nicht mehr zur Wehr setzen und sie kommen nach einer halben Stunde aus dem Arbeitsraum Hitlers, im Bunker, und sagen, nein, der Sieg ist doch noch möglich. Wir haben daran gezweifelt. Das verfliegt sehr schnell wieder, diese Gewissheit, aber sie ist einen Moment lang da. Und worauf beruht das? Da hat Albert Speer mir gegenüber mal in den Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, eine ganz interessante Beobachtung gemacht oder einen Verdacht geäußert. Hitler habe, als der geborene Schauspieler, der er war, habe er auch diese Hinfälligkeit als Mittel eingesetzt. Er hatte immer Einfluss auf Menschen dank seiner Macht, aber nun sah er, seine Macht schwindet. Das ist kein richtiges Instrument mehr, um Leute klein zu machen oder bei der Stange zu halten. Also muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und Speer meinte, er habe öfter den Verdacht gehabt, Hitler sei hinfällig und gebrechlich, aber er spiele das noch etwas stärker aus, als es der Fall sei, um sich bis zur letzten Minute noch diesen Einfluss zu sichern, über den er immer geboten hat. Und Speer hat mir dann gesagt, er werde das nie öffentlich sagen, weil das doch nur eine Vermutung gewesen sei, die immer wieder rasch verflog, weil wenn Hitler eben dann doch diese Hinfälligkeit nicht zeigte für einen Moment, weil er einen Wutausbruch hatte oder was auch immer. Aber ich meine, ich habe das verschiedentlich in meinen Büchern, ich glaube in dem Buch über Speer, wie auch in diesem Untergang, habe ich das verschiedentlich angedeutet, dass man mindestens dies in Rechnung stellen müsse. Und ich glaube schon, Komödiant, der Hitler eben doch auch war. Er hätte alle seine Erfolge nicht erreicht ohne dieses komödiantische Temperament, das er besaß. Dieser Komödiant hat eben auch dieses Mittel eingesetzt. Er hat sich noch ein bisschen schleppender und noch ein bisschen schlingernder durch die Räume bewegt und sich immer, was vielleicht gar nicht nötig war, sich an der Wand festgehalten und so vorwärts getastet, dass jeder, der da rumsaß oder rumstand, sagte, ach, welch mitleiderregendes Bild, unser Führer, der mal so groß und mächtig und gewalttätig und imponierend war, nun schleicht er hier so an den Räumen entlang. Und das war ein Effekt, mit dem er möglicherweise gerechnet hat. Das klingt so ähnlich wie Nietzsche, ja, eigentlich das Ästhetische, ja, ja, als ein großes Herrschaftsmittel ansieht. Natürlich, nicht? Ja, das, ja, genau das und, ist es, ja. Ja. In der Antike, ja, ja, gibt es diese Figur, ja, ja, nicht? Ja. Also ein Kaiser kann, ja, sich vor seinen Soldaten noch gerade retten, vor, ja, den Prätorianern, ja, richtig, und vor, ja, dem Tod, ja, ja, wenn, ja, er diese Schwäche zeigt. Ja, 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 aber Hitler, in diesem Moment musste Hitler diese Schwäche ausspielen. Ja. Oder mindestens hat er so gerechnet und ich könnte mir denken, er hat damit auch einen gewissen Erfolg gehabt. Denn also bei den Frauen jedenfalls im Bunker, bei Traudel Junge geht das ja deutlich hervor, bei Frau Schröder auch und bei Frau Manziali und so, da gibt es so einzelne Äußerungen. Dann kommt ja die Schlusspointe, die ich immer schon in meinem ersten Buch über das Gesicht des Dritten Reiches vor über 40 Jahren erschienen, schon ausgespielt habe. Während Hitler
sich zum Sterben zurückzieht mit Eva Braun, setzt ja oben im Vorbunker ein Tanzvergnügen ein, wo die auf den Tischen herumtanzen. Und da schickt Hitler eine Ordonnanz nach oben: Bitte um Ruhe, der Führer ist dabei zu sterben. Hat er losgeschickt? Ja, also er lässt durch Günsche oder wen, dass der das da jemand schickt. Ja. Und das Tanzvergnügen geht ganz unbehelligt weiter. Unheimlich. Das ist wirklich eine Szene, die hat Hitler natürlich nicht, da hat Hitler nicht mehr Regie führen können. Aber sie ist vielleicht gerade deswegen, weil er nicht mehr Regie führen konnte und die Dinge ihm entglitten sind, hat die einen noch größeren. Ja, der Tod führt Regie, dann nimmt ihn das ab und führt selber Regie. Zum Beispiel Jutta Europa hat die Leute befragt 1945/46 und sein Buch über das Ende des Dritten Reichs ist ja schon im Sommer 46 erschienen. Aber kein deutscher Historiker, Traudel Junges Erinnerungen lagen 40, 50 Jahre lang unbeachtet im Institut für Zeitgeschichte. Warum hat keiner sie mal befragt? Warum hat keiner die Leute, die da namentlich genannt werden? Dann hat Adenauer nach dem Moskau-Besuch 1955 sind eine große Anzahl von Augenzeugen auch der letzten Tage nach Deutschland zurückgekommen. Kein Historiker hat sie befragt. Dass man also auch zur Quellensicherung nichts unternommen hat. Jetzt sind sie praktisch alle tot, es leben noch zwei, drei. Aber es ist von den Bunkerinsassen praktisch niemand mehr da, niemand Befragbares mehr da. Und eine große Gelegenheit der deutschen Geschichtswissenschaft ist versäumt worden. Und wir haben 4.000 bis 5.000 Zeitgeschichtler in der Bundesrepublik. Was machen die alle? Ich frage mich das. Am 22. April kriegt Hitler einen Nervenzusammenbruch, weil der Angriff des Generals Steiner nicht stattfindet, den er befohlen hatte kurz vorher. Und er hatte darauf die letzte Hoffnung gesetzt. Nun findet der nicht statt und Hitler bekommt diesen Ausbruch, einen Wutausbruch in diesem kleinen Lagezimmer und sagt, der Krieg ist verloren. Zum ersten Mal sagt er das ganz offen und ich habe keine Befehle mehr zu geben, denn sie werden doch nicht befolgt und ich schmeiße alles hin, lasst mich in Ruhe. Das ist alles protokolliert, wir haben den Wortlaut weitgehend überliefert. Und da steht, und dann Hitler schickt dann die Masse der Leute, der Teilnehmer schickt er aus dem Raum und es bleiben Keitel und Jodl und Krebs, glaube ich, und ich weiß nicht, noch ein oder zwei. Und Hitler, was ja nun eigentlich das, mit denen redet er noch einen Moment und dann verlässt er selber den Raum. Was das eigentlich nötige, erforderliche, selbstverständliche gewesen wäre, ist doch, dass einer oder zwei dieser Offiziere sagen, wenn Hitler sagt, ich habe keine Befehle mehr, dann nehme ich die Befehlsgewalt an mich. Niemand hat und es dann, gesagt. Dann machen wir jetzt Frieden. Der Krieg ist verloren, hat Hitler selber gesagt. Keiner tut das. Sie rennen hinter Hitler hinterher und sagen, aber mein Führer, Sie dürfen doch nicht die Flinte ins Korn werfen, Sie dürfen doch nicht die Sachen hinschmeißen. Der Sieg ist doch gestern, haben Sie noch gesagt, der Sieg kann unser noch sein. Wir wollen doch weiter hoffen und weiter kämpfen. Und wir werden in Ehren lieber untergehen als klein beigeben. Das war doch immer Ihre Politik. Wie ist sowas möglich? Ich glaube nicht, dass es Gehorsam ist. Wissen Sie, es gibt von Friedrich dem Großen, auf den sich diese Offiziere ja als Leute aus der preußischen Tradition immer gern berufen haben, gibt es ein Wort, das ich gerne in diesem Zusammenhang zitiere. Das lautet, der Gehorsam reicht bis zum General, danach beginnt die Verantwortung. Und das ist wirklich das definitive Wort dazu. Diese Leute sind alle keine Generäle gewesen. Sie waren es nur dem Titel nach. Aber Sie haben diesen Titel nicht ausgefüllt. Da sind in der Umgebung, also nach dem Tod, jetzt eine Reihe von Erscheinungen, die Sie beschreiben. Das ist zum Beispiel der Oberst Bärenfänger, ja, ganz kurz befördert. Ja. Hier eine Scheune mit Hakenkreuzfahnen entdeckt und das Regierungsviertel nochmal ausflaggen lässt. Das ist doch sozusagen als von einem Theater noch nie entwickelt worden. Das ist die Groteske, die zu jeder Tragödie gehört. Ja. Nicht? Das groteske Element. Und das ist eminent theatralisch. Ja, ist es natürlich. Ja. Und er will im Grunde genommen zeigen, wir geben nicht auf. Aber im Grunde genommen lenkt er damit die sowjetischen Truppen, die in Berlin sich auch nicht so genau auskennen, lenkt er genau auf das Regierungsviertel, wo Hitler sitzt. Und deswegen kriegt er den Befehl, die Sachen sofort wieder wegzuschaffen.
in den Schächten, wohl U-Bahn-Schächten, werden leichte Geschütze aufgestellt und sie schießen einfach auf einen Gegner, von dem man annimmt, dass er aus der Dämmerung da hinten erscheint. Ja. Ja? Auch theatralisch. Ja, theatralisch und verrückt zugleich. Hätte Wagner nicht kaum erfinden können. Nein, hätte er nicht erfunden. Bei allem Unbehagen, das ich gelegentlich empfinde bei Wagnerscher Musik, ich liebe sie sehr, aber ich liebe sie nicht ganz ohne Unbehagen und frage mich immer, tust du recht daran, sie so zu lieben, wie du sie liebst? Also ich habe da immer so zweifelhafte Gefühle. Aber nein, er war bei allem, gewisse kitschige Elemente enthalten ja seine Stücke auch. Also das Waldvögelein und solche Sachen wollen wir mal vergessen. Aber so ein Unsinn oder Unfug wäre ihm nicht eingefallen, nein. Sie beobachten zwei Dinge bei Hitler. Das eine, was Sie vorhin erwähnten, ist diese Fähigkeit, Theaterwirkungen, also gewissermaßen emotionale, auf Einfühlung beruhende Bewegungen im anderen auszulösen. Ja, ganz ohne Frage. Überredungs. Ja. Eigentlich die Fähigkeit eines guten Redners, ja? Ja, noch ein bisschen mehr. Ja. Sebastian Haffner hat ja davon gesprochen, dass es eine Liebesaffäre zwischen Hitler und dem deutschen Volk gegeben habe, wie es nie in der Geschichte von irgendeinem anderen Herrscher der Deutschen überliefert ist. Und daran ist tatsächlich was. Also er hat nicht nur als Demagoge gewirkt, sondern er hat auch so erotische Emotionen in den Menschen geweckt. Man muss ja nur einmal dieses Bild sehen, das ich nie vergessen werde. Ich habe das mal in einem Film verwendet. Diese in ihre Taschentücher beißenden Frauen in Bayreuth vor dem Balkon, auf dem Hitler erscheint. Er hat, glaube ich, ganz früh, schon in Jugendjahren, die Elemente seines Weltbilds sich zusammengesucht aus Traktaten und aus kleinen Schriften der völkischen Literatur. Und was dann einmal in ihm war und was er einmal sich angeeignet hatte, davon hat er nie mehr gelassen. Das ist das Merkwürdige, dieser totale geistige Immobilismus bei Hitler. Und da kommt nun als sehr interessantes Element hinzu, dass er, wie ich glaube, in Wien hatte er ja viele jüdische Freunde, und er merkt plötzlich nach dem Ersten Weltkrieg erst, es wird ja sogar behauptet, er sei in dem Leichenzug als Vertreter der Arbeiter- und Soldatenräte, als Delegierter für den Ministerpräsidenten Eisner, der ermordet worden ist und der ein Sozialdemokrat und Jude war, oder ein Bohemien und Jude war, in dessen Leichenzug sei er vorne hinterhergegangen. Und es gibt auch keine ausgesprochen antisemitischen Äußerungen von ihm vor September 1919. Und dann wird er Redner zum ersten für die Reichswehr. Ja, das hat er wahrscheinlich vorher schon einiges erprobt. Aber das erste schriftliche Dokument stammt aus dem September 1919, so spät erst. Und da ist Hitler wirklich ein vollendeter Antisemit. Und das, also nun spricht alles dafür, er hat sich das das hat er im Jahre, oder sagen wir von Ausbruch der Revolution bis zum September 1919 hat er gelernt. Damit lassen sich ungeheure demagogische Wirkungen erzielen. Und darauf muss ich als kleiner, namenloser Schreier auf den Marktplätzen und in den Bierhäusern in München, darauf muss ich achten, damit kriege ich die Leute. Hier gibt es eine Beschreibung, was nach seinem Tod geschieht. Ja, es wird das politische Testament durch drei Boten in die Welt geschickt. Er findet es wichtig. Ja, und da ist der Schlusssatz nun wiederum, man soll in dem Kampf nicht aufgeben und nicht nachgeben gegen den Verderber der Völker, das internationale Judentum. Das ist die Botschaft, die er irgendwann im Jahre 1919 sich formuliert hat und die er nun über alle Wechselfälle dieser Jahre, alle Katastrophen und alles, was er angerichtet hatte, auch die Verbrechen natürlich, über die er sich über den verbrecherischen Charakter dieser Massenvernichtung war er sich natürlich klar, denn sonst hätte es diese Sprachregelung mit der Tarnsprache und so all das ja nicht gegeben.
Und über all diese Zeit hat er das bewahrt und das sollte sein letztes Wort an die Welt sein. Es ist immer wieder erschütternd und immer wieder rätselhaft eigentlich, wie jemand ein Leben lang nicht weiterkommt als zu einer Einsicht, die er als jüngerer Mann von Anfang Mitte 30 erworben hat. Was ist die Umgebung, die da um dieses Reichskanzlei herum noch kämpft? Da ist die Division, SS-Division Charlemagne. Ja, das sind die Franzosen. Also die Franzosen, es sind Holländer, es sind Skandinavische, ein Skandinavier in einer SS-Division, es sind natürlich deutsche SS-Truppen auch und es sind ein paar Soldaten und ein paar arme Volkssturmleute, die eigentlich nicht wussten, wie sie sich da noch zur Wehr setzen sollen und verzweifelt, dass die Dinge über sich hinwegrollen ließen. Und durch die hindurch flüchten jetzt die Letzten aus der Reichskanzlei. Ja. Ja? Ja. Vier Gruppen, fünf Gruppen. Ja, es sind eigentlich noch mehr, aber sie schließen sich dann wieder zusammen, weil einfach die einen kommen nicht vorwärts, dann schließen die anderen auf und so. Es sind, glaube ich, 10 bis 12 Gruppen, aber es werden nachher wieder sehr viel weniger. Einige verlassen auch, bei einem Ausgang Friedrichstraße zum Beispiel, verlassen sie diese U-Bahn-Schächte und verlieren sich irgendwo, lösen sich auf. Und eine Gruppe gelangt bis in den Wedding und dort geht ja nochmal ein Sterben los, da bringen sich einige der Bunkerinsassen um, also der Dr. Stumpfacker zum Beispiel, der Arzt im Bunker, dann Bormann, weiß man nicht recht, verwundet oder von einem Granatsplitter getroffen oder selber umgebracht. Mondke überlebt. Wie bitte? Mondke überlebt und gerät in russische Gefangenschaft. Das ist ein Kampfkommandant. Ja. Ja? Ja. Ist dessen Vorgesetzter ist Rattenhuber. Ja. Ja? Der hat sozusagen das Begleitkommando. Ja, das ist der SS-Chef da. Das ist der SS-Chef. Und der hat diesen wunderbaren Namen, kann auch keiner erfinden. Nein. Hätte nicht mal Thomas Mann zu erfinden gewagt, der ja mit den Namen immer seinen Scherz zu treiben versuchte mit Namen. Rattenhuber heißt der, ja. Die Manuskripte von Richard Wagner liegen ja in diesem Bunker. Ja, ja? Also, ja lagen Rienzi, da in dem Bunker. Also der Sohn Wieland Wagner wollte sie noch holen, nicht? Ja. Und Hitler hat sie nicht rausgerückt. Ja, Hitler, aber nachher ist sie ja noch höchstwahrscheinlich, alles was wir wissen, in die Maschine mit den Privatunterlagen Hitlers verfrachtet worden, die über Börnersdorf in Sachsen abgeschossen worden ist und dann hat es daraus sich ja entwickelt, die Geschichte mit den Hitler-Tagebüchern. Ja. Das ist nun wiederum, da geht die Geschichte nochmal ins komödienhaft Groteske weiter. Ja. Es gibt eine Szene, die Sie hier beschreiben, in der Hitler sich von seinem Piloten, dem Piloten aus guten Zeiten, Bauer. Ja, verabschiedet. Mhm. Ja, ja. Nicht? Dieser Bauer hatte ihn seinerzeit um 5 Uhr früh nach Paris geflogen, nach dem Sieg über Frankreich. Ja. Also aus guten Tagen. Ja. Ja, und immer auch schon, ich glaube schon in den 30er Jahren hat er ihn zu immer wieder geflogen. Zu Wahlkämpfen. Durch manches Gewitter. Ja. Und wenn Sie mir mal das so beschreiben, der kriegt ja ein Bild geschenkt. Das Bild von Menzel. Das Bild Friedrichs des oder Anton Graf, das Bild Friedrichs des Großen, ja. Eines der berühmten. Kann man das verschenken? Ist das öffentliches Eigentum? Oder? Nein, ja, es ist öffentliches Eigentum. Ja. Natürlich kann man es eigentlich nicht verschenken. Führer kann das, ja. Aber nun ist es irgendwo, wenn es überhaupt erhalten ist, in Moskau oder Russland, irgendwo. Und wir, wie vieles andere eben auch. Und wir haben keine Möglichkeit mehr, daran zu kommen. Ja. Der Bauer sagt zu ihm, man könnte noch rausfliegen. Ja, und es gibt weitere Flugzeuge, man könnte 6000 Kilometer in ein arabisches Land tendenziell nach Südamerika fliegen. Da hat ja Stalin, aus dieser Sache hat ja Stalin einen Plot gemacht, nicht? Er hat ja dann gesagt, weil ihm plötzlich einfiel, nachdem die russischen Soldaten und Kampfkommandanten in Berlin überall die Leiche Hitlers herumgezeigt haben als so einen Triumph, hat der viel gerissenere Stalin gesagt, Hitler zeigt man nicht vor, den benutzt man politisch weiter. Und dann sind ja Gerüchte in die Welt gesetzt worden, auch von sowjetischer Seite, dass er entweder in Südamerika ist oder in einem Kloster in Spanien bei dem Genossen Franco
oder in Tokio oder ich weiß nicht, es gab im Kurdistan auch, war einer dieser Aufenthaltsorte angeblichen. Also man hat richtig nochmal versucht, das Gespenst Hitlers zum Leben zu bringen, um damit politische Zwecke zu erreichen. Es gibt eine Szene, ja, in der erst der Hund Hitlers, ja, dann die Welpen dieses Hundes, ja, ja, umgebracht werden, so wie bei Schneewittchen der Jäger, ja, etwas Lebendiges, so ist es, umbringt. Ja. 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 Und dann die Kinder von Goebbels. Ja. Ja. Ja, das ist das Merkwürdige. Frau Goebbels hat ja erst im Propagandaministerium gewohnt oder in so einem Anbau des Propagandaministeriums. Dann ist sie irgendwann in den letzten Apriltagen 1945 mit ihren 6 Kindern in die Reichskanzlei umgezogen. Und jeder in der Reichskanzlei hat eigentlich gewusst, was das bedeutet. Das hieß, die Kinder werden dort zum Sterben hingebracht. Die Kinder waren außerordentlich beliebt. Die waren ja auch, wir haben ja Bilder von ihnen und Foto- und Filmaufnahmen. Und die sind ja auch wie Kinder. Das sind ja das ist das poetische Alter eigentlich von Kindern. Die waren so zwischen, glaube ich, 5 und 12, 13. Und die kommen also nun, werden da untergebracht in einem Raum und werden dann trotz aller Versuche, auf Magda Goebbels einzureden. Das versucht nicht nur Hitler, das versucht nicht nur Goebbels, das versuchen auch die übrigen Beteiligten dort. Alle reden irgendwann mit ihr und sagen, tun Sie das doch nicht. Die armen Kinder, was sollen die bezahlen dafür, dass nun alles schiefgegangen ist. Sie lässt sich von niemandem umstimmen. Wie bei der. Ja? Ja. Und Goebbels hat einmal ihr geschworen, dass er keine Beziehung mit Ida Barova hätte oder sie nicht getroffen hätte, bei den Augen dieser Kinder. Ja? Ja. Das hat also einen alten Grund möglicherweise. Ja. Ja. Aber nachdem er sie getroffen hatte, hat er das. Er hatte sie, natürlich. Ja, und und dann bringt sie sie in den Bunker und dann stirbt Hitler und anschließend am folgenden Tag bringt sie dann ihre eigenen Kinder um. Wenn der Führer nicht mehr lebt, wollen wir auch nicht mehr leben. Was ist das für eine Macht über Menschen? Da wird einem, also mir graust, wenn ich von solcher Macht eines Menschen über andere Menschen erfahre. Und ich finde, zu den Schrecklichkeiten des Hitler-Regimes gehört nicht zuletzt auch dieser Aspekt, der nie in keiner Betrachtung irgendeine Rolle spielt. Aber es